In diesem Abschnitt schauen wir uns einige Grundbegriffe der Kategorientheorie an. Die Kategorientheorie ist ein sehr abstrakter, allgemeiner mathematischer Rahmen, in dem man viele Sachen formalisieren kann. Ich werde heute jetzt nicht besonders darauf eingehen, wie ihr in der Länge des Videos sehen könnt, kann ich jetzt natürlich auch nicht groß in die Theorie einsteigen. Es geht mir mehr darum, die Sprache der Kategorientheorie einzuführen, die wichtigen Grundbegriffe und einige Beispiele, an denen man die ganz gut verstehen kann, weil sich eben herausstellt, die Kategorientheorie, die ist eigentlich auch für die algebraische Topologie quasi erfunden worden, dass man eben viele Grundprinzipien oder jetzt der folgende Konstruktionen, dass die den Grundprinzipien der Kategorientheorie folgen und dass man quasi so eine Art Röntgenblick bekommt auf die nächsten Theoreme, die so ein bisschen folgen, wenn man Kategorientheorie etwas besser versteht. Und deswegen schauen wir kurz in die Grundbegriffe. Wir machen wirklich nur einen kleinen Ausflug, eine Reise nach Kategorien. Aber die Reise wird eben ein Kurzausflug bleiben. Okay, erstmal die Grundidee. Ich habe es schon so grob gesagt. Die Grundidee der Kategorientheorie ist quasi, dass wir einen ganz abstrakten, allgemeinen Rahmen finden wollen, um mathematische Strukturen auszudrücken. Und mit mathematischer Struktur meine ich jetzt eben nicht nur Topologie und nicht nur algebraische Topologie, sondern es ist ein sehr allgemeiner, flexibler Rahmen, in dem man sehr viele Begriffe oder Strukturen, die in der Mathematik auftauchen, durch so ein abstraktes System formalisieren kann. Das sehen wir gleich wie. Ne? Also ich formuliere es mal so, finde eine möglichst allgemeine einheitliche Sprache, für das Ausdrücken mathematischer Strukturen. Allgemein irgendwelcher mathematischer Strukturen. So, und das ist also eigentlich noch eine sehr tiefgehende Wissenschaft für sich. Also es gibt Leute, die machen wirklich nur Kategorientheorien, das ist wirklich ein eigenes Gebiet, aber da werden wir leider einfach nicht die Zeit für haben, beziehungsweise ist es auch nicht der Ort dafür in dieser Vorlesung, wo wir erstmal nur einen groben Eindruck kriegen wollen. Also, wir fangen mal direkt mit der Definition einer Kategorie an. Eine Kategorie. Eine Kategorie, und die kürze ich erstmal ab mit einem geschwungenen C, besteht aus folgenden Daten. So, und jetzt stellen wir uns vor, was brauchen wir eigentlich, um so eine mathematische Theorie quasi ausdrücken zu können. Das erste ist eine Klasse von Objekten. So, diese Klasse nennen wir ObC. Und diese Elemente heißen Objekte. So, da muss ich jetzt ein bisschen was zu erläutern, nämlich den Begriff Klasse. Den haben wahrscheinlich viele noch nicht gehört. Das ist im Prinzip eine Verallgemeinerung des Begriffs Menge aus der Mengentheorie. Was hier dahinter steckt, ist, dass wir im Prinzip die Objekte einer Kategorie sollen wirklich mathematische Objekte sein, in dem Sinne, dass wir sagen, wir wollen meinetwegen alle Gruppen betrachten oder alle topologischen Räume. Also, ja, oft sind es einfach Mengen mit zusätzlichen Strukturen. Jetzt gibt es aber das Problem, und das ist eben, wenn man die Mengentheorie sich genauer anschaut, die Menge aller Mengen gibt es nicht. Ne? Also wenn man die Gesamtheit aller Mengen betrachtet, erfüllt das nicht mehr die Axiome einer Menge im wirklich strengen mengentheoretischen Sinn. Was man dann eben verallgemeinert dafür, ist der Begriff einer Klasse. Das ist quasi einfach so eine Zusammenstellung von irgendwelchen Elementen, also beziehungsweise irgendwelchen Objekten, ne, irgendwelchen abstrakten Dingern, die eine gemeinsame logische Eigenschaft erfüllen. Aber es muss eben keine Menge mehr sein. Da will ich jetzt nicht groß weiter drauf eingehen, das ist wirklich so eine Frage der Mengentheorie, die schon ein bisschen komplexer wird. Also generell geht es darum, wir wollen meistens halt irgendwie sowas betrachten wie eine Menge von Mengen, die eben keine Menge mehr ist, beziehungsweise irgendwelche Mengen mit Zusatzstrukturen, wo wir auf dasselbe Problem stoßen, und deswegen müssen wir allgemein eine Klasse nehmen. Ne, da muss man gleich ein bisschen aufpassen, ich sage vielleicht gleich mal was dazu, aber wir nehmen quasi eine bestimmte Klasse von sogenannten Objekten. So, die hat erstmal noch keine inhaltliche Bedeutung, nichts, das ist einfach nur irgendeine Zusammenstellung von Mengen, eben Objekten, die wir ObC nennen. So, interessanter wird es jetzt, wenn die zusätzliche Struktur dazu kommt, und zwar, wenn wir angenommen, ich habe ja gerade schon gesagt, wir haben Gruppen oder topologische Räume zum Beispiel als Objekte, wenn wir jetzt sagen, meinetwegen, wir betrachten jetzt quasi die Klasse aller Gruppen, dann wollen wir natürlich zwischen diesen Gruppen auch Abbildungen betrachten, die die Struktur erhalten.
Das heißt, mit Struktur halten, in Abbildung meine ich in dem Fall Gruppenhomomorphismen. Das sind die, die genau mit den Gruppenstrukturen verträglich sind. Genauso ist es so, wenn wir Topologie betrachten und wir würden meinetwegen die Objekte wären alle topologischen Räume, dann betrachten wir auch strukturerhaltende Abbildungen die ganze Zeit, nämlich stetige Abbildungen, also die mit der Topologie, mit den Topologien jeweils kompatibel sind. Ne, genauso können wir jetzt meinetwegen die Kategorie der Ringe betrachten mit allen Ringhomomorphismen. Ne, und also quasi, wir haben eine gewisse Klasse von Objekten, die wir quasi als irgendwelche abstrakt mit irgendeiner Struktur betrachten, und wir wollen die strukturerhaltenden Abbildungen betrachten. Und das können wir ganz abstrakt in so einem möglichst allgemeinen Rahmen jetzt wie folgt ausdrücken. Für je zwei Objekte. So, und jetzt habe ich ein kleines technisches Problem. Jetzt wundert ihr euch vielleicht, warum ich einfach schreibe für je zwei Objekte A und B von C und nicht einfach schreibe A, B, Element ob C. Diese Elementschreibweise schreibt man eigentlich nur, wenn wir eine Menge haben. Hier haben wir jetzt eben eine Klasse, deswegen versuche ich gerade das Elementsymbol zu umschiffen. Man könnte es natürlich auch für Klassen so ausdrücken. Ich schreibe es aber diesmal in der Langform jetzt jedes Mal aus. Nicht, dass ihr euch wundert, also hier ist nur quasi so eine mengentheoretische kleine Komplexität damit drin. So, für je zwei Objekte A und B von C. So, für jedes, also für je zwei haben wir eine Menge. So, hier eine kleine Warnung, das ist quasi die klassische Definition einer Kategorie, da muss es eine Menge sein. Im Allgemeinen, es gibt auch Leute, die es so definieren, dass das wieder eine Klasse sein kann. Aber das soll uns jetzt keine Kopfschmerzen bereiten, also wir betrachten eine Menge. Und zwar die Menge der Morphismen von A nach B. Das seien quasi die Abstraktion von strukturerhaltenen Abbildungen. Das heißt, das ist diese Elemente dieser Menge heißen Morphismen von A nach B. Das heißt, wir haben jetzt also durch diese Morphismen, die drücken quasi was aus wie die einzelnen Objekte, die erstmal für sich überhaupt keine Informationen beinhalten, wie die zueinander sich verhalten. Also wie kann ich quasi vom einen zum anderen kommen? Das ist quasi im Prinzip so der wichtige Teil, wo die mathematische Struktur eigentlich kodiert ist. Also ein Objekt für sich bedeutet gar nichts. Interessant ist halt das Verhältnis zu anderen Objekten. So, Notation noch kurz. Und zwar, wenn wir einen Morphismus haben, also erstmal nur ein F-Element mor C von A nach B, so, dann schreibt man das eben auch als Abbildung oft, also einfach F von A Pfeil B, ne, obwohl es streng genommen jetzt keine Abbildung von Mengen oder so sein muss, es können jetzt erstmal abstrakt irgendwelche Objekte sein, oder man macht so, man schreibt A mit einem Pfeil nach B und schreibt das F hier oben drüber, und wie diese Schreibweise schon andeutet, kann man damit auch lustige kommutative Diagramme bauen, dazu kommen wir noch. Was wir nämlich für diese kommutativen Diagramme brauchen, ist, dass wir quasi Abbildungen auch miteinander verknüpfen müssen, können müssen. Das wollen wir also auch erreichen. Das heißt, was wir jetzt haben, ist quasi, wir haben so eine Verallgemeinerung von Objekten, wir haben die Verallgemeinerung von strukturerhaltenden Abbildungen und müssen jetzt eben noch, dadurch, dass wir, damit wir die wirklich in Bezug setzen können, diese miteinander verknüpfen können. Und das macht man auch ganz abstrakt, das ist quasi der dritte Teil, der dazu gehört. So, wir haben also Objekte und Morphismen, und jetzt haben wir für jeweils drei Objekte von C eine Abbildung auf den Morphismusmengen. Und das soll jetzt quasi einfach die Eigenschaften einer Verknüpfung modellieren, also der Verkettung von Abbildungen modellieren. Und zwar, wir nehmen einen Morphismus von B nach C in unserer Kategorie und wir nehmen einen Morphismus von A nach B in unserer Kategorie. So, und diese beiden wollen wir eben verknüpfen können zu einer Abbildung von A nach C. Das heißt, die soll abbilden in den Morphismusraum von A nach C. So, ne? Wie gesagt, das müssen keine Abbildungen sein, das ist erstmal eine rein axiomatische Sache. Wir wollen aber eben, und das sind jetzt so gesehen die wichtigen Informationen, die hier noch die verlangt werden, also die einzelnen gerichtlichen Axiome. Erstmal, diese Abbildung nennen wir Komposition, ne? Genau wie für Abbildungen. Also die Komposition von Abbildungen oder Verknüpfungen. Und wir werden gleich auch noch ein Beispiel dafür sehen, wo wir eben keine Abbildung im klassischen Sinne haben, aber wo man trotzdem eine Verknüpfung hat. So, Komposition oder Verknüpfung. So, und die soll folgende Eigenschaften haben. So, und das sieht jetzt ein bisschen wild aus, aber eigentlich ist es ganz klar, was gemeint ist. Und zwar für alle A, B, C und D, jetzt haben wir vier Objekte von C. So, und zwar wollen wir,
dass die Verknüpfung assoziativ ist. Das heißt, F Kringel G Kringel H. Ja. So rumgekringelt, das soll dasselbe sein. Natürlich sind das jetzt jeweils immer unterschiedliche Kringel, die hier betrachtet werden, weil wir eben unterschiedliche Morphismenmengen hier haben. Das soll dasselbe sein wie F Kringel G Kringel H, andersrum geklammert. So, und das soll eben der Fall sein für alle F aus den Morphismen vom Objekt C nach D, G aus den Morphismen von B nach C und F aus den Morphismen, H aus den Morphismen von A nach B. So, das heißt, wir haben also wirklich hier, dass diese Assoziativität als Axiom wirklich hier verlangt. Und was noch dazu kommt als zweites, und zwar sowas wie neutrale Elemente, ganz grob gesagt, nämlich für jedes Objekt A von C existiert ein besonderer Morphismus, den schreibe ich 1a, und der soll jetzt eben die Identität verallgemeinern. Und zwar 1a aus den Morphismen in der Kategorie von A nach A, sodass der sich eben verhält wie Identität, und damit meine ich, wenn ich eine Abbildung, einen Morphismus F, Morphismus F von A nach B habe zwischen irgendwelchen Objekten, und ich verknüpfe den mit 1a, dann soll das einfach nur F sein. Ne? Genau wie die Identität es meinetwegen macht. Und andersrum soll das dasselbe sein wie 1b, wäre es hier jetzt mit F verknüpft. Und das eben für alle F aus den Morphismen in C von A nach B. Und A, B seien alle möglichen Objekte. Von C. So, wir haben also jetzt wirklich verallgemeinert die Eigenschaften, die Assoziativität der Verkettung. Die setzen wir also hier voraus und wir setzen sowas wie Identitäten voraus und die nennen wir auch so. 1a heißt Identität von A. So, eine Definition auf zwei Tafeln. Das ist ja etwas aufwendiger bei Kategorien meistens. Genau, also das ist jetzt wirklich so diese rein abstrakte Beschreibung. Man kann sich vielleicht mit diesen Mengen, wie ich es eben angedeutet habe, schon Sachen vorstellen. Ich werde jetzt mal im nächsten Zug, nachdem ich gewischt habe, einige Beispiele vorstellen. Und dieser ganze Abschnitt wird im Prinzip nur aus Beispielen und Definitionen bestehen. Also wir betrachten jetzt Beispiele für Kategorien. Und danach geht es eben noch um den Begriff des Funktors. Und das ist eben, wie man eben zwischen verschiedenen Kategorien hin und her kommt. Das sehen wir dann noch. Aber erstmal betrachten wir jetzt eine ganze Reihe an Beispielen für Kategorien, damit man mal ein Gefühl dafür bekommt. Alles klar. So, wir beginnen mal mit den Standardbeispielen. Und zwar fangen wir mal wirklich ganz simpel an. Und zwar, Set sei die Kategorie der Mengen. Ich werde jetzt Kategorien hier in den Beispielen immer in Druckbuchstaben schreiben. Ich habe das im Skript dadurch gelöst, dass ich eben in so einer Serie Schriftart Kategorien schreibe, also leicht andere Schrift, deswegen ein bisschen wundern. Ich hoffe, die Tonqualität ist okay. Die Mikrofonanlage macht heute komische Geräusche, die sie sonst nicht macht. Tut mir leid, falls es irgendwie rauschen sollte oder so, weil ich immer so ein Rauschen aus dem Lautsprecher höre. Okay, also die Kategorie der Mengen. Da ist jetzt ganz simpel. Die Objekte der Kategorie Set sei einfach nur alle Mengen. So, und dann könnt ihr euch denken, was die Morphismen sein sollen. Und zwar die Morphismen in der Kategorie Set von einer Menge A in die Menge B sei einfach nur die Menge aller Abbildungen von A nach B. Das könnte bei einer Kategorie. Von A nach B. So, die Verknüpfung ist die übliche. Ne? Also, das ist jeweils die übliche Verknüpfung. So, und das Identitätselement 1a, einer Menge a, ist aber nur die Identitätsabbildung. Ne? Das heißt, das ist in den Morphismen in der Kategorie Set von a nach a. So, das ist erstmal so die ganz profane Sache. So, wir können das jetzt eben weiter formalisieren, indem wir den Mengen etwas mehr Struktur geben, wie ich es gerade schon angedeutet habe. Deswegen machen wir erstmal eine algebraische Variante. Und zwar die Kategorie der Gruppen. GR.
Löse ich es mal ab, das ist eigentlich so die gängigste Art und Weise. So, und da könnt ihr euch auch denken, was hier der Fall ist. Die Objekte von GRP sind Gruppen. Das heißt also jetzt aber insbesondere, also jede Gruppe ist ein Objekt, das heißt auch wenn die unterliegende Menge gleich ist und wir haben auf einer Menge zwei verschiedene Gruppenstrukturen, sind das hier in dieser Gruppe unterschiedliche Objekte. Also da wird schön getrennt. Die Objekte sind Gruppen und die Morphismen sind eben dann Gruppenhomomorphismen. Also die strukturerhaltenden Abbildungen, das ist wieder die Idee hier. Die Morphismen in der Gruppe GRP von G nach H sei das, was man sonst in der Algebra als HOM-GH bezeichnet. Also die Menge aller Homomorphismen in Gruppen sein. Also G, H, Gruppen. So, das ist quasi dasselbe Prinzip, was wir gerade bei der Kategorie Set gesehen haben. Jetzt nämlich genauso wieder als, das ist das eine, das ist das andere. Dann die Verknüpfung können wir wieder die übliche wählen. Also wirklich die Verkettung von Abbildungen. Übliche Verknüpfung und das 1-Element einer Gruppe G ist wieder die Identitätsabbildung. Insbesondere trivialerweise, dass sie ein Gruppenhomomorphismus ist. Also das ist quasi jetzt das Ganze eingeschränkt. Man könnte jetzt zum Beispiel auch den Begriff der Unterkategorie einführen. Den werde ich jetzt hier erstmal auslassen, weil wir den so direkt nicht brauchen. Ich könnte zum Beispiel die Gruppe abelschen Gruppen, die Kategorie der abelschen Gruppen nehmen. Da würde ich jetzt als Objekte einfach nur die abelschen Gruppen nehmen und eben dann dementsprechend die Morphismenmengen nur für die Gruppen, die ich hier brauche. Aber ich hätte quasi noch meine Objekte eingeschränkt. Das würde auch wieder eine eigene Kategorie Problem. Also da gibt es wieder diesen flexiblen Rahmen, in dem man da auch verschiedene Algebra-Strukturen ausdrücken kann. Analog könnte man dasselbe jetzt machen. Das will ich jetzt eben nicht ausführen. Könnte man eine Kategorie der Ringe definieren, indem man eben sagt, die Morphismen seien jeweils Ringhomomorphismen und die Objekte seien einfach alle Ringe. Kategorie der Ringe. Man könnte das Ganze auch mit Körpern machen, wenn man Körperhomomorphismen nimmt. Oder eben auch der Kategorie der K-Vektorräume, wobei K ein fester Körper ist. Könnten dann alle Vektorräume über dem Körper K nehmen und dann wären eben die Morphismenräume zwischen zwei K-Vektorräumen, der Morphismenraum zwischen zwei K-Vektorräumen, wäre einfach genau die Menge der K-linearen Abbildungen. Das sind ja wieder die strukturerhaltenden Abbildungen. Also das könnte man exakt genauso formalisieren und würde dasselbe Prinzip erhalten. Das Beispiel, was für uns wahrscheinlich erstmal das Allerwichtigste ist, nämlich die Kategorie der topologischen Räume. Topologischen Räume. Die Objekte der Kategorie Top sind einfach alle topologischen Räume. Und hier ist es auch wieder so. Hier ist es eben auch wieder so, wie vorhin bei der Kategorie der Gruppen. Wenn ich zwei topologische Räume habe, die zwar dieselbe unterliegende Menge haben, die aber unterschiedliche Topologien haben, betrachte ich es als zwei unterschiedliche Objekte in meiner Kategorie. Die Menge der Morphismen zwischen zwei topologischen Räumen x und y in der Kategorie Top ist dann einfach die Menge der stetigen Abbildungen zwischen diesen beiden Räumen x und y. Also die strukturerhaltenen Abbildungen, die die Topologie erhalten. Die Verknüpfung, da kann ich natürlich wieder die Verknüpfung von Abbildungen nehmen, also die ich in der Kategorie Set verwendet habe. Und wenn ich die Identitätselemente betrachte, da kann ich genauso wieder die Identitätsabbildung benutzen. Die ist natürlich stetig, wie wir schon längst wissen. Das heißt, da habe ich einfach nur die Identitätsabbildung, wie ich es gerade nochmal so schön anschreibe. Hier fällt das Mikrofon wieder aus und ich habe vergessen, was ich an der Stelle gesagt habe, warum ich da gerade so rumgestikuliere. Deswegen möchte ich nur kurz ergänzen, dass es lustig ist, sich selbst bei der Arbeit zu kommentieren. Strukturen und Kategorien. Auch ein paar Varianten anschauen. Nämlich erstmal mache ich mal die Kategorie Top-Sternchen um. Top-Sternchen ist die Kategorie der sogenannten punktierten topologischen Räume. Diesen Begriff kann ich hier auch nochmal neu einführen. Und jetzt merke ich, dass mit dem Mikrofon etwas nicht in Ordnung ist und werde gleich dementsprechend reagieren.
Tut mir leid, immer wieder was Neues. Ich hatte gerade meinen ersten Mikrofonausfall. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade mit der Technik los ist. Ich hoffe, dass es jetzt okay war. Wenn ihr dieses Video seht und ich das hochgeladen habe, war es wahrscheinlich erträglich. Also tut mir leid, falls es etwas schlechter sein sollte heute. Ich habe keine Ahnung, warum das Mikrofon hier verrückt spielt. Gut. Jupp, läuft. Okay. Also die Kategorie Top-Sternchen, die Kategorie der punktierten topologischen Räume. Hier machen wir eine leichte Variante. Und zwar machen wir es jetzt so, die Objekte der Kategorie Top-Sternchen seien jetzt nicht mehr nur Räume, sondern Paare x, x0, wobei x ein topologischer Raum ist, also ein Objekt von Top, und x0 sei irgendein Punkt aus x, also Paare aus einem Raum mit einem Punkt in diesem Raum. Ne, das ist die Kategorie der punktierten Räume, und als Morphismen müssen wir jetzt auch ein bisschen was anderes machen, und zwar die Morphismen in der Kategorie Top-Sternchen von einem Paar x, x0 nach y, y0. Das sei jetzt einfach nur die Menge aller solcher stetigen Abbildungen von x nach y, die den einen Punkt auf den anderen abbildet. Das heißt f von x0 gleich y0. Na, da können wir jetzt wieder die übliche Verknüpfung definieren und können wieder Abbildungen dann verknüpfen. Und man kann eben sehen, dass eben, also die Eigenschaft mit der Verkettung, das macht eben nichts, wenn wir diese Punktbedingungen folgern. Dann sehen wir quasi, das werden immer wieder Abbildungen sein, die richtige Bedingung erfüllen. Das kann man sich vielleicht mal überlegen, das ist wirklich nicht schwer. Das heißt, das hier ist wirklich wieder eine Kategorie, wenn ich die übliche Verknüpfung nehme. Ne? Also das ist die übliche Verknüpfung. Hierbei ist eben dann wichtig, dass dieser Punkt, den wir dazu wählen, immer erhalten wird, also dass der auf den richtigen geht. Und dann haben wir jetzt quasi als 1-Element von einem Paar x, x0, sei also jetzt einfach die Identität auf x, das ist ja auch eine stetige Abbildung von x nach x, und das ist eben auch eine Abbildung, die den Punkt x0 auf sich selbst abbildet. Deswegen liegt es quasi in der Kategorie der punktierten Räume, in den Morphismen von x, x0 nach x, x0. So, Mikrofon läuft, alles klar. So, also das wäre jetzt eine andere Möglichkeit für eine Kategorie, dass wir eben solche Punkte mitzählen und mit denen ein Buch führen. Diese Kategorie werden wir tatsächlich noch benutzen in den nächsten Wochen. Die wird bei der Fundamentalgruppe mal auftauchen. Kommen wir darauf zurück, wenn es soweit ist. Okay, als nächstes bringen wir etwas Homotopie ins Spiel. So, jetzt schauen wir uns die sogenannte Homotopie-Kategorie an. Die nenne ich HOTOP. Da gibt es immer etwas unterschiedliche, auch etwas kuriose Bezeichnungen. Die Homotopie-Kategorie. Das ist jetzt das erste Beispiel von denen, die ich hier bringe, für eine Kategorie, wo die Morphismen eben keine Abbildungen mehr sind. Ne? So was gibt es nämlich auch. Bisher waren es mal nur Abbildungen, die Standardverkettung. Hier ist es jetzt ein bisschen anders. Und zwar sagen wir, die Objekte von HOTOP seien erstmal einfach nur wieder topologische Räume. Da passiert also nichts. Aber die Morphismen sind jetzt nicht mehr Abbildungen, sondern Homotopieklassen von Abbildungen. Das heißt, die Morphismen in der Kategorie HOTOP von x nach y sei die Menge der Homotopieklassen von x nach y. Ne? Da habe ich jetzt die Notation mit den eckigen Klammern hier, also c0 von xy modulo Homotopie. Das heißt, ein Morphismus ist jetzt nicht mehr eine Abbildung, sondern eine Äquivalenzklasse von Abbildungen. So, und da haben wir jetzt die... Das Schöne ist jetzt, in den Beispielen, die ich jetzt bringe, die mache ich jetzt so, dass ich eben nicht mehr viel arbeiten muss, weil die Arbeit schon erledigt wurde, nur dass ich es eben nicht im Kategoriensinne genannt habe. Und zwar diese Verkettung von Homotopieklassen haben wir schon eingeführt. Ne, wir haben schon gesehen, wenn ich jetzt Homotopieklassen von y nach z nehme und Homotopien von Abbildungen von x nach y, dass ich die verketten kann zu Homotopieklassen von Abbildungen von x nach z. Ne, also f und ein Paar f und g wird abgebildet auf die Homotopieklasse der Verkettung. Und da hatten wir ja gesehen, dass das wohl definiert ist. Das war im vorletzten Abschnitt, genau. Dass also das eine wohl definierte Abbildung auf den Homotopien induziert, weil Homotopie mit Verknüpfungen quasi, die Äquivalenzrelation Homotopie mit den Verknüpfungen verträglich ist. Das heißt, wir haben so eine Verkettung, also wohl definiert nach, was war das, Korollar 6,7.
So, und dass das Ganze eben assoziativ ist und so weiter, das folgt, also die, nee, nicht und so weiter, das Ganze assoziativ ist, folgt also Assoziativität der normalen Verknüpfung von Abbildungen. Das ist hier eine ziemliche Trivialität. Und jetzt haben wir es eben so, das Einselement, also dieses Entitätselement von einem Raum X in der Homotopiekategorie ist einfach die Homotopieklasse von der Identität. Ne? Das ist also jetzt Element in den Homotopieklassen von Abbildungen von X nach X. Ne? Das, also jetzt haben wir wirklich mal eine Kategorie, wo wir keine Abbildungen als Morphismen haben. Und da sehen wir jetzt eben schon in dem Rahmen, dass Kategorientheorie jetzt ein sehr schönes, einheitliches, ein einheitlicher Rahmen ist, um jetzt sowohl stetige Abbildungen als auch Homotopieklassen mit abstrakten Regeln zu behandeln. Ne? Da werden wir auch später noch zu sehen. Also diese Kategorie wird auch noch von Nutzen sein, in dem, was noch kommt. So, jetzt machen wir mal ein ganz anderes Beispiel. Und zwar, beziehungsweise zwei ganz andere Beispiele. Ich mache jetzt mal zwei, die eben nicht so nach dem Schema laufen wie die anderen bisher. Bisher waren die Objekte in den Kategorien ja immer einfach Mengen mit irgendwelchen Strukturen. Es gibt aber auch ganz andere Beispiele und davon sehen wir jetzt also zwei. Und zwar einmal machen wir es so, wir nehmen eine partiell geordnete Menge. Irgendeine. Ne? Also M mit irgendeiner partiellen Ordnung. Das heißt, wir haben Transitivität und Reflexivität, also partiell geordnete Menge. So, und dann können wir für diese Menge eine Kategorie definieren. So, die nenne ich jetzt mal geschwungenes M. Und zwar folgendermaßen. So, die Objekte von der Kategorie M geschwungen ist einfach nur M. Ja, also die Punkte von, die Elemente von M sind Objekte. Das heißt, also hier sehen wir übrigens wieder, das ist ja wieder eine zusätzliche mathematische Struktur. Hier die Objekte für sich geben einfach nur die Menge ohne die Struktur. Aber die Struktur, die wir jetzt eben haben, diese Ordnung eben, die können wir durch die Morphismen ausdrücken. Also die sind eben das Wichtige dabei, dass die Struktur dazu kommt. Nämlich, wir wollen einfach nur die Morphismen in der Kategorie M von einem A nach B, das sind einfach nur beides Elemente in der Menge, die soll jetzt wie folgt aussehen. Entweder soll sie aus einem Element bestehen und dieses Element nenne ich FAB. Das ist jetzt erstmal keine Abbildung, auch wenn ich jetzt ein F geschrieben habe. Das ist einfach nur irgendein Element. So, irgendein Element, falls A kleiner gleich B, falls sie also in der Relation zueinander stehen. Und falls nicht, nehmen wir die leere Menge. Ne? Falls A nicht kleiner gleich B ist. So, und jetzt kommt eben die Verknüpfung dazu und die gibt uns eben die partielle Ordnung dann da rein. Also hier sehen wir schon mal, das drückt quasi aus, wann Elemente zueinander stehen. Und die Eigenschaften von einer partiellen Ordnung, also hier ist es nur der Ausdruck der Relation, das ist also eine pure Relation, wann Elemente in der Relation stehen oder eben nicht, das wird in den Morphismen ausgedrückt. Und in den Verknüpfungen können wir es jetzt so bauen, dass die eben die Struktur der partiellen Ordnung und die Eigenschaften einer partiellen Ordnung ausdrücken. Nämlich bei der Verkettung müssen wir jetzt sehen, dadurch, dass wir so viele leere Mengen hier dabei haben, müssen wir gar nicht so viele Sachen betrachten, nämlich für, wir brauchen eigentlich nur jetzt Elemente A, B und C aus der Menge und wir müssen jetzt den Fall betrachten, dass wir A kleiner gleich B haben und B kleiner gleich C und weil nur in dem Fall haben wir jetzt quasi wirklich, brauchen wir überhaupt eine Verkettung, weil alles andere irgendwo leere Mengen involviert. Das heißt, hier haben wir jetzt die Morphismen in der Kategorie M von B nach C Kreuz der Morphismen in der Kategorie M von A, B in die Kategorie, in die Menge der Morphismen in der Kategorie M von A nach C. So, und wir wissen ja quasi, hier ist immer nur ein Element jeweils enthalten und da müssen wir einfach nur festlegen, was passieren soll. Und zwar könnt ihr euch denken, was jetzt kommt. F, B, C verknüpft F, A, B definieren wir uns als F, A, C. So, das drückt genau die Transitivität der Relation aus. Das heißt quasi, wenn A kleiner gleich B ist und B kleiner gleich C, dann folgt A kleiner gleich C. Das ist die Transitivität einer partiellen Ordnung und die können wir quasi durch diese Komposition hier eben ausdrücken. So, bleibt nur noch die Identität festzulegen und da sehen wir jetzt quasi für A in M sei das Identitätselement 1a, sei jetzt einfach definiert als das einzige Element der Menge, also FA, A. Ne? Und das macht quasi Sinn, weil diese Ordnung reflexiv ist. A kleiner gleich A, das heißt, wir haben da so eine Abbildung. Das heißt, durch diese Kategorien können wir, durch diese Struktur ist quasi die Struktur der partiellen Ordnung komplett durch eine Kategorie ausgedrückt.
Das ist natürlich jetzt mit Kanonen auf Schwarzen schießen, aber man kann mit diesem Kategorieausdruck auch in der Topologie später interessante Sachen machen. Das Stichwort sind da dann direkte Limites und so weiter. Da werden wir dieses Semester wohl nicht mehr zu kommen. Aber das ist quasi jetzt es ist wirklich eine nützliche Weise. So können wir auch quasi die Struktur von partiellen Ordnungen auch durch Kategorien ausdrücken. Ne? Und so grundsätzlich ist es wie so eine Art Sport in der Mathematik, dass man alle Arten von mathematischen Strukturen irgendwie kategoriell ausdrücken kann. Und das ist jetzt so ein Beispiel davon. So, noch ein weiteres Beispiel, wie man auch eine interessante Kategorie bekommt. Und zwar, ich habe schon die Kategorie der Gruppen gehabt, jetzt machen wir mal was anderes. Wir nehmen erstmal eine einzige Gruppe. G und die Gruppenoperation nenne ich einfach hier mal, also so ein Punkt. Das hat irgendeine Gruppe. Und für so eine Gruppe definieren wir eine Kategorie. Die mache ich mal so ein geschwungenes G, also ein Schreibschrift G. Durch folgendes. Die Objekte von G sind einfach nur eine einelementige Menge. Und dieses Element nenne ich mal Sternchen. So, bisher noch nichts. Jetzt kommen aber die Gruppenstruktur zum Spiel in den Morphismen. Und bei den Morphismen haben wir jetzt nicht so viele Morphismenmengen. Das heißt, wir müssen einfach nur die Morphismen in G von Sternchen nach Sternchen betrachten. Mehr haben wir ja nicht. So, und das sei jetzt einfach nur G. Also jedes Element von G ist ein Morphismus. Wenn wir dann die Verkettung festlegen, sagen wir einfach nur G verkettet mit H soll definiert sein als G mal H. Also die Gruppenmultiplikation wird die Verkettung. Ne, für alle G, H aus G. So kriegen wir also das dann rein. Und das Identitätselement 1 Sternchen, also Sternchen ist das einzige Objekt, das heißt, wir haben nur das Identitätselement 1 Sternchen. Das war jetzt einfach das neutrale Element E. So, und wenn wir uns das jetzt überlegen und uns mal anschauen, was die Kategorieneigenschaften sind, die wir eben verlangen, dann sehen wir im Prinzip, also hier wird die Assoziativität verlangt, das ist also nur die Assoziativität der Multiplikation. Das ist einfach nur nach Definition, das verlangen wir in einer Gruppe. Und hier ist es so, das neutrale Element, das ist quasi die Eigenschaft, die dieses 1 Sternchen haben soll, ist genau die Eigenschaft, die ein neutrales Element haben soll. Nämlich von beiden Seiten ran multiplizieren, ändert nichts. Das ist jetzt quasi als Gruppe hier kodiert. Ne? Für Feinschmecker, das hätte man jetzt auch mit Monoiden machen können und nicht mit einer Gruppe, wo es keine Inversen unbedingt geben muss, aber das nur nebenbei. Jedenfalls so kann ich jetzt jeder Gruppe eine Kategorie zuordnen und die Struktur von dieser einen festen Gruppe auch als eine Kategorie wieder ausdrücken. So, genau. Das war erstmal zu Kategorien. Als nächstes kommen wir eben zu Funktoren. Und Funktoren sind also sowas Grobes wie Abbildungen zwischen Kategorien, mal ganz grob gesagt, wie man eben von einer Kategorie zur anderen kommt, sodass die Kategorienstruktur erhalten wird. Und das sehen wir jetzt. So, jetzt haben wir zwei Kategorien, C und D. Und jetzt gibt es für den Funktor zwei verschiedene Begriffe. Mit dem ersten fange ich an. Der zweite ist fast genauso. Und zwar der erste ist ein kovarianter Funktor. So, F von C nach D, besteht aus folgendem. Wir müssen nämlich jetzt, wenn wir von der einen Kategorie in die andere kommen wollen, ja ganz grob von der Idee her sagen, was passiert mit den Objekten und was passiert mit den Morphismen. Erstmal wollen wir eine Zuordnung von den Objekten von C auf die Objekte von D. Ich habe jetzt Zuordnung geschrieben und nicht Abbildung, weil wir dieses Mengen- und Klassenproblem wieder haben. Also das heißt, jedem Objekt ordnen wir ein anderes Objekt wieder zu. So, und bei den Morphismen, da verlangen wir jetzt eine schöne Bedingung. Wir wollen nämlich auch wieder, dass die Funktoren in gewisser Weise strukturerhaltend sind. Ne? Und zwar für je zwei Objekte, für je zwei Objekte A und B, von C, da wissen wir jetzt also, die Objekte werden auf irgendwelche anderen Objekte abgebildet und die Morphismen sollen dementsprechend auch abgebildet werden. Und zwar jetzt eine Abbildung, die Morphismen sind ja nach meiner Definition Mengen. Die Morphismen in C von A nach B sollen abgebildet werden auf, und das soll jetzt eben genau diesem Transport entsprechen, die Morphismen in D von den Objekten F von A nach F von B.
Ne? Also die Morphismen sollen in andere Morphismen zwischen den jeweiligen neuen Objekten übergehen. So, und das soll gewisse Eigenschaften erfüllen. Das soll jetzt also nicht eine Abbildung sein, sondern es sollen folgende Sachen gelten. Erstens, die Identitäten werden erhalten. Das heißt, F von dem Identitätselement 1a, also a ist jetzt ein Objekt eben in der Kategorie C, das soll wieder das Identitätselement werden in dem neuen Morphismusraum. Das heißt, die 1 von dem Objekt F von a in d. Ne, für alle Objekte a von c. So, und das zweite, und das ist auch die Eigenschaft, die man Funktorialität nennt, das ist so der Knackpunkt. Wir wollen erreichen, dass es mit den Verkettungen, mit diesen Verknüpfungen, die wir abstrakt irgendwie haben, kompatibel ist. Das heißt, f von einer Verkettung, Verknüpfung f mit g, soll dasselbe sein wie f von f verkettet mit f von g. So, und zwar soll das jetzt gelten für alle f in den Morphismen in C von B nach C. G sei in den Morphismen in C von A nach B. Wobei A, B, C Objekte sind in unserer Kategorie C. So, ne? Also wir wollen eine Kategorie in eine andere überführen und wollen dabei, dass die Identitäten und die Verknüpfungen erhalten bleiben. So, und als Notation dafür schreibt man das auch als Abbildung. Auch wenn es streng natürlich jetzt nicht einfach eine Abbildung ist. Wir schreiben aber f von c nach d. Also das damit ist immer gemeint, so ein Funktor hier. So, ich habe jetzt gesagt, ein kovarianter Funktor. Es gibt noch einen Gegenpart, nämlich einen kontravarianten Funktor. Und die Definition ist sehr ähnlich, aber ich schreibe es mal einmal aus. Ein kontravarianter Funktor den nenne ich auch wieder f von c nach d. Besteht aus den folgenden Sachen. Erstmal wieder eine Zuordnung von Objekten, da tut sich nichts. Einer Zuordnung von den Objekten von c nach in die Objekte von d. So, aber bei den Morphismen tut sich jetzt was. Und zwar für je zwei Objekte a, b von c eine Abbildung. Und zwar, wir nehmen wieder die Morphismen in c von a nach b und bilden jetzt ab in Morphismen auf d, in d. Aber wir drehen die Richtung um. Das heißt, wir gehen von f von b nach f von a. Na, also als Schema, wenn f geht von a nach b, das heißt, unter dem Morphismus würde ich eine Abbildung bekommen von zwischen f von a und f von b, aber die Richtung des Pfeils dreht sich um. So, und das ist eben beim kovarianten Funktor nicht der Fall. Deswegen kontra, weil es in die Gegenrichtung hier läuft. Ne? Daher kommt auch hier der Name. So, also das ist wieder was und das soll jetzt ähnliche Eigenschaften erfüllen wie der kovariante Funktor. Nämlich Identität, da wissen wir natürlich, wenn a und b gleich sind, ist hier auch jeweils das wieder gleich. Also da spielt die gegenläufige Richtung keine Rolle und deswegen verlangen wir dieselbe erste Eigenschaft. F von 1a ist 1 von f von a für jedes Objekt a von c. Und zweitens, und da sieht es jetzt andersrum aus, f von f verknüpft g sei f von g verknüpft f von f. Für alle f-Elements, ja und jetzt quasi genau dasselbe wie eben, also Morphismen in c von b nach c und so weiter. Das ist quasi jetzt genau das gleiche wie vorhin. Das Interessante ist jetzt nur, dass eben die Richtung, die Reihenfolge sich umkehrt. Das kann man sich am Bild ganz gut überlegen. Wir haben eine Abbildung, so g hieß jetzt in dem Fall, von a nach b. Und wir haben eine Abbildung von
von B nach C, dann ist halt das hier ist die Verkettung F folgt auf G. Erst G, dann F, dann kriegen wir die so rum hin. Wenn wir jetzt aber einen kontravarianten Funktor anwenden, dann haben wir wir haben F von A, F von B, F von C, aber die Reihenfolgen der Abbildungen drehen sich um. Das heißt, das hier wäre F von F, das hier wäre F von G und das hier ist eben jetzt F von F verknüpft G. Na, und da sehen wir eben, also diese Gleichung sagt ja eben aus, dass dieses Diagramm kommutiert. Und da sehen wir eben jetzt erst, vorher haben wir zuerst G angewendet, dann F. Hier wenden wir jetzt zuerst F von F an, dann F von G. Und deswegen dreht sich da die Reihenfolge um, weil die Pfeile sich umdrehen. Ne? Also das ist mal wichtig, wenn alle Pfeile sich umdrehen, das heißt quasi dabei immer die Reihenfolgen drehen sich um bei der Verkettung. So, dafür haben wir Notation. Und da schummel ich jetzt, ich führe das Notation ein, dabei hat das schon eigentlich eine tiefere Bedeutung. Nämlich schreibt man dann auch F gehe von C ob nach D. So, dieses C ob ist eigentlich jetzt getrickst, das habe ich jetzt in Notation nur eingeführt. Man kann zu jeder Kategorie eine Opposite Category einführen, C ob. Ne, das ist im Prinzip dasselbe, die Objekte sind dieselben und das sind einfach nur alle Morphismen drehen die Richtung um. Das kann man wieder als Kategorie einführen, aber für uns wird es reine Notation, das bedeutet also Kontravariant. Okay, kleine Bemerkungen dazu. Nämlich die Bezeichnung ist nicht so ganz eindeutig. Ich habe jetzt Kovariant und Kontravariant genannt. Das ist so ein bisschen die altmodische Bezeichnung. Was man auch in anderen Büchern ist es so, da wird einfach gesagt, ein Funktor ist ein kovarianter Funktor in meiner also entspricht einem kovarianten Funktor. So, und um die Verwirrung jetzt komplett zu machen, das, was ich kontravarianten Funktor nenne. So, das heißt dann in manchen Büchern Kofunktor. Also Funktor und Kofunktor statt Kovarianter und Kontravarianter Funktor. Das nur nebenbei, das taucht in manchen Büchern in der Notation auf. So, wir schauen uns jetzt aber erstmal genug Beispiele an für Funktoren. Und da werden wir jetzt einige Sachen wiedererkennen, die wir schon behandelt haben. So, wir fangen mal direkt mit einem topologischen Beispiel an, das wir eigentlich schon kennen, das wir jetzt nur im Gewand der Kategorientheorie nochmal neu sehen. Und zwar, beziehungsweise ja, die Konstruktion dahinter kennen wir schon, der Wegkomponentenfunktor. So, das ist, der heißt klassisch immer Pi 0 und der geht von der Kategorie der topologischen Räume in die Topologie der Mengen und ist kovariant. Der sieht wie folgt aus. Für einen topologischen Raum X. So, da müssen wir jetzt dem also eine Menge zuordnen. Und da betrachten wir einfach Pi 0 von X. Definieren wir uns als das, was in Kapitel 3 W von X hieß. Da werde ich jetzt also diese Notation eher verwenden. Und zwar die Menge der Wegzusammenhangskomponenten. Wegzusammenhangskomponenten. Von X. So, also ich ordne einfach jedem Raum seine Wegzusammenhangskomponenten dazu. Jetzt muss ich gucken, was ich mit den Morphismen mache. So, die Morphismen in Top sind stetige Abbildungen. Das heißt, ich muss einfach nur sagen, was ich machen will, wenn ich eine stetige Abbildung von X nach Y habe. Für jeweils zwei topologische Räume schreibe ich jetzt nicht mehr, was für mich dazu. Dann kriege ich also jetzt eine Abbildung Pi0 von F, die von Pi0 von X nach Pi0 von Y geht. So, und dieser jetzt ganz einfach, und zwar, ich mache es jetzt mal wirklich als Sprache hier, das ist Pi0 von F, nimmt sich also eine Wegzusammenhangskomponente namens C, nenne ich die mal, von X, und muss dem eine Wegzusammenhangskomponente von Y zuordnen. Und das können wir uns jetzt eigentlich denken, was hier kommt, nämlich wir nehmen die Wegzusammenhangskomponente von Y, die das Bild F von C enthält. So, das ist wohl definiert, weil wir wissen, Bilder wegzusammenhängender Mengen sind wieder wegzusammenhängend. Und dann wissen wir, jede wegzusammenhängende Menge liegt in einer der Komponenten. Das heißt, das gibt wirklich eine eindeutige Abbildungsvorschrift. Das ist also wohl definiert.
wohl definiert nach, ich glaube, den Satz habe ich noch irgendwo, genau, Satz 3.18. Der sagt also aus, dass Bilder wegzusammenhängender Mengen wegzusammenhängend sind, was auch eigentlich eine ziemlich triviale Sache ist. Aber da kann ich mir überlegen, mit den Verknüpfungseigenschaften der Abbildung, dass das wirklich die Funktoreigenschaften hat. Ne? Also das funktioniert wirklich so, wie es soll. Okay. Genau, dass das die Identität auf die Identität geht, ist klar. Ne? Ja, also wenn C eine Wegzusammenhangskomponente ist, dann ist die Komponente von X wieder die F von C, also Identität von C gleich C enthält wieder C, ne? Da passiert nichts. Und die Funktorialität, also das mit der Verkettung kompatibel ist, das sieht man auch sehr schnell, das ist nicht besonders schwierig. Also da haben wir gleich mal einen topologischen Funktor, der auch vielleicht nochmal auftauchen wird. Ich bin schon, weiß noch nicht ganz sicher, wie ich es einbringe, aber ja, genau. Also das wäre jetzt schon mal ein topologischer Funktor. So, schauen wir uns mal noch einen an, den wir indirekt schon betrachtet haben, nämlich den Funktor, ich nenne ihn mal Ho, von der Kategorie Top in die Kategorie Ho-Top. Also in die Homotopie-Kategorie und also kovarianter Funktor. Und da könnte man sich jetzt denken, was ich mit meine. Nämlich erstmal will ich Ho von X, also von einem Raum X, einfach wieder X sein. Die Objekte sind ja in beiden Fällen gleich für jeden topologischen Raum X. So, und auf den Morphismen, da sind also in der Kategorie Top haben wir stetige Abbildungen, in der Homotopie-Kategorie Homotopie-Klassen. Das heißt, alles, was wir machen wollen, ist einfach, wir ordnen jeder Abbildung ihre Homotopie-Klasse zu. Und das für alle F aus C0XY. So, und da kann man eben auch gleich sehen, dass das ein Funktor ist. Ja, die Funktoreigenschaften kann man sich ziemlich leicht überlegen. Das folgt eigentlich nur aus der Definition der Verkettung. Die war ja gerade über die andere Verkettung definiert. Und da kann man sich eben so leicht überlegen, dass es wieder funktioniert. Und natürlich die Identität in der Homotopie-Kategorie ist nach Definition die Homotopie-Klasse der Identität hier. Also das ist nach Definition erfüllt und mit den Verkettungen, das ist leicht zu sehen. Das heißt, so kriegen wir jetzt wirklich einen Funktor von Top nach Ho-Top. Deswegen habe ich noch Ho genannt. Und ja, so können wir also quasi einfach nur, indem wir so gesehen Informationen vergröbern, wir betrachten nicht mehr die Abbildung, sondern nur noch ihre Homotopie-Klassen. So, okay, das war jetzt erstmal noch ein simpler, jetzt kommen wir noch simplere Funktoren, die will ich jetzt nicht groß definieren, sondern nur die Idee anschreiben, nämlich die sogenannten vergesslichen Funktoren oder Vergissfunktoren. So, und zwar kriegen wir zum Beispiel Funktoren, die von der Kategorie der Gruppen in die Kategorie der Mengen gehen und ein Funktor, der von der Kategorie der topologischen Räume in die Kategorie der Mengen geht. Und das ließe sich jetzt auch auf andere Mengen mit Struktur übertragen. Und zwar vergessen wir einfach die Struktur. Na, wenn wir jetzt Gruppen und Gruppenhomomorphismen haben, sagen wir einfach, okay, jede Gruppe bilden wir ab auf die unterliegende Menge. Genauso können wir hier sagen, jeden topologischen Raum bilden wir auf die unterliegende Menge und vergessen einfach mal die Topologie komplett. Und wir können natürlich hier auch dann was sagen, jeder Gruppenhomomorphismus, den betrachten wir dann nur noch als eine Abbildung zwischen Mengen. Ne? Gut, kein Problem, ist legitim. Und hier können wir es genauso sagen, jede stetige Abbildung betrachten wir einfach als Abbildung und vergessen jetzt, dass es stetig ist. Und vergessen quasi die komplette Struktur, die diese Gruppe ausmacht. Also quasi von einer Gruppe, es gibt immer vergessliche Funktoren, von einer Kategorie mit Mengen mit mehr Struktur in Mengen mit weniger Struktur, ganz grob gesagt. Und das ist jetzt hier nur ein Beispiel. Also ich kann es vielleicht mal für den Fall der Gruppe einmal anschreiben. Das heißt, eine Gruppe, der wird zugeordnet die unterliegende Menge. Und einem Gruppenhomomorphismus, schreib es mal, als ein Gruppenhomomorphismus von G nach H, der wird einfach jetzt betrachtet als eine Abbildung, das schreibe ich jetzt mal hier als ABB, von G nach H, wobei wir das jetzt eben als Mengen betrachten. Also so funktionieren vergessliche Funktoren und da gibt es sehr viele von der Sorte. So, kommen wir mal zu etwas interessanteren Funktoren. Und zwar, wir halten mal einen topologischen Raum fest. So, und diesen Raum Z nehmen wir einen Funktor fz, der von top nach top geht, also topologische Räume und topologische Räume. Das ist ein kovarianter Funktor. Und zwar machen wir das folgende. Auf den Objekten fz von x
sei jetzt die Menge aller stetigen Abbildungen von Z nach X und das als topologischer Raum mit der Kompakt-Offen-Topologie, die wir gesehen haben. So, also das ist wieder topologischer Raum. Und ja, was wir mit den Morphismen machen, könnt ihr euch denken, nämlich für F aus der Menge der stetigen Abbildungen von X nach Y, also der Morphismen in Top dieser Kategorie, betrachten wir sei FZ von F. Das sei jetzt einfach diese Abbildung, die wir vorher F und einen Stern genannt haben. Und zwar ist das jetzt von C0 ZX nach C0 ZY. So, genau, das, und zwar F Sternchen von G war ja einfach F Kringel G, nach Definition für dieses feste F. Und ja, damit wir jetzt wissen, dass es wohl definiert ist, ich habe ja gesagt, das ist ein Funktor nach Top, dazu brauchen wir also, dass das hier wieder in der Morphismenmenge ist. Und das haben wir schon gesehen. Und zwar ist das Satz 451a. Und zwar haben wir da ja gesehen, dass diese Abbildung, dieses F-Sternchen, stetig ist bezüglich der Kompakt-Offen-Topologien. Das heißt, was wir hier haben, ist, dass FZ von F ist also, mal ganz fancy aufschreiben, eine C0-Abbildung von C0ZX nach C0ZY. Und das hier können wir jetzt natürlich aufschreiben als die Morphismenmenge in Top. Und die beiden hier drin, das sind genau FZ von X und FZ von Y. Und dahin müssen wir ja gerade kommen mit unserem Funktor. Das heißt, das hier ist wohl definiert. Ne? Und genau, da wissen wir jetzt eben auch die Funktoreigenschaften, die sind klar, weil wir da eben, ja, weil die gerade durch so Verkettungen definiert sind. Das heißt, dass das wieder mit den Verkettungen kompatibel ist, ist trivial. Ne? Also ich schreibe mal einfach nur Funktoreigenschaften klar. So, ja, jetzt muss ich schon wieder wischen. So, jetzt drehen wir den Spieß mal um. Wir machen dasselbe nochmal, nur andersrum. Und zwar, wir nehmen wieder einen topologischen Raum, den wir festhalten, und kriegen jetzt einen Kontravariantenfunktor, F oben Z. So, der geht also jetzt von top op nach top, also ein kontravarianter Funktor, ist gegeben durch Folgendes, und zwar, wir wechseln einfach nur die Stelle, an der wir den Raum einsetzen. FZ von einem Raum X sei einfach nur C0 von X nach Z, wieder mit der Kompakt-Offen-Topologie. So, und das also für jedes Objekt aus Top, also für jeden topologischen Raum. Jeden topologischen Raum namens X. Und bei den Morphismen machen wir jetzt im Prinzip die Konstellation, die wir auch schon mal hatten, nämlich für eine stetige Abbildung von x nach y betrachten wir fz von f als die Abbildung, die bisher f oben Sternchen hieß. Und die geht jetzt von c0yz nach c0x von z. Genau, das war ja die Abbildung, die wir genannt hatten. F Sternchen von G ist G Kringel F, also das F jetzt davor geschoben. Und das heißt also so rum. Und da sehen wir auch schon die Kontravarianz im Prinzip. Da kann man sich jetzt leicht überlegen, dass das Ganze quasi im Funktor die Reihenfolge umdreht. Sage ich gleich was dazu. Erstmal, dass es wohl definiert ist. Das war jetzt auch schon Teil von Satz 451 gewesen. Da war es Teil B, da haben wir uns die Abbildung angeschaut. Da wissen wir nämlich, dass das wieder eine stetige Abbildung ist zwischen den Abbildungsräumen. Das heißt, FZ von F ist eine C0-Abbildung von C0 von Y nach Z nach C0 von X nach Z. So, und das können wir natürlich jetzt wieder ausschreiben als der Raum der Morphismen in Top. Und das hier ist jetzt eben F oben Z von Y und das nächste ist F oben Z von x, und genauso soll ein kontravarianter Funktor ja auch laufen. Ne? Also genau die Reihenfolge umgedreht. Genau, und hier sind jetzt die Funktoreigenschaften klar. Denn man kann sich jetzt hier überlegen, was jetzt fz
Z von F Kringel G. Ne, sowas wäre jetzt F Kringel G Sternchen. Und da hatten wir, glaube ich, auch schon gesehen, ich weiß nicht, ob ich explizit geschrieben hatte, das ist dasselbe wie G Sternchen verknüpft F Sternchen. Das ist einfach nur Abbildungslogik. Und das ist FZ von G Kringel FZ von F. So, dass die Identität auf Entität geht, ist klar. Ne, das heißt, das ist wieder ein Funktor. So, jetzt machen wir dasselbe mal, nur mit Homotopie. Auf leicht andere Weise, aber das gleiche Prinzip. Und zwar, wir nehmen wieder einen festen topologischen Raum. Und kriegen jetzt einen Funktor, den ich HZ nenne. Der geht jetzt aber nicht von, von Top, sondern von Hotop. Und er geht in die Kategorie Set der Mengen. Ne? Also hier topologische Räume und Homotopieklassen von Abbildungen und hier einfach Mengen und Abbildungen. Und zwar machen wir jetzt dasselbe, nur mit Homotopieklassen. So, das ist gegeben durch, und zwar folgendes, HZ von einem Raum X, die Objekte sind einfach nur topologische Räume, sei einfach nur die Menge der Homotopieklassen von Z nach X. Wobei also X topologischer Raum. So, und für, da haben wir eben gesehen, wir hatten diese Abbildungen F-Sternchen, F-Unten-Sternchen und F-Oben-Sternchen, haben wir ja auch auf Homotopie schon eingeführt gehabt. Das habe ich in Abschnitt 4.2 gemacht. Für F aus C0XY sei HZ. Und jetzt wird es ein bisschen schwierig, denn wir haben nämlich jetzt als Morphismen hier gerade die Homotopieklassen von Abbildungen. Dem ordnen wir jetzt zu, die Abbildung F-Sternchen von zx nach zy, die wir eben schon gesehen hatten, das war in Satz 6.9. Ne? Aus Satz 6.9, das heißt, wir nehmen einfach nur die Homotopieklasse der Verkettung. So, hier muss ich jetzt noch begründen, warum es wohl definiert ist, und das haben wir schon gesehen. Ich habe nämlich in dem Satz 6.9 gezeigt, diese Abbildung hängt jetzt nicht von f selbst ab, sondern nur von der Homotopieklasse von f. Das heißt, hier ist es okay, egal welchen Repräsentanten ich nehme, ich kriege immer dieselbe Abbildung. Also ist das hier wohl definiert. Das war Satz 6.9a müsste es sein. Also HZF ist wohl definiert nach Satz 6.9a. Und die Funktoreigenschaften, das ist also mit der Verkettung kompatibel, das haben wir auch schon gesehen. Das war Satz 6.9c. Funktoreigenschaften folgen aus Satz 6.9c. Zur Erinnerung, da hat man einfach nur gesehen, dass auch auf Homotopieniveau gilt, F Kringel G Sternchen ist F Sternchen Kringel G Sternchen. Das ist jetzt wahrscheinlich so klein geschrieben, dass es kein Mensch mehr sehen kann im Video, aber dass quasi das Sternchen mit der Verkettung verträglich ist, das hatten wir gesehen. So. Ne? Also so kann ich auch einen Funktor bekommen, nur eben jetzt bei anderen, zwischen anderen Kategorien. Aber das wäre auf dieser Homotopie-Kategorie definiert. Ne? Also wohl definiert, weil es eben nicht von, von der Klasse von F natürlich. Ne? Und wohl definiert, weil es eben nicht vom Repräsentanten abhängt. So, dasselbe geht natürlich jetzt auch andersrum. Ne? Dass wir also dasselbe von eben nochmal nachbauen auf Homotopie-Niveau. Und zwar nehmen wir jetzt, das ist jetzt schon Nummer 7, okay, wir haben wieder einen topologischen Raum. Und wir definieren den Funktor H oben Z, das ist jetzt ein kontravarianter Funktor von der Homotopie-Kategorie, in die Kategorie der Mengen. Wir gehen also jetzt von Hotop-Op, ja, komische Notation, aber naja, Hotop-Op nach Z. Und der macht jetzt wieder dasselbe, nur in die andere Richtung. HZ von einem Raum X sei die Menge aller Homotopieklassen von X nach Z. Ja, wobei also X topologischer Raum. Und dann haben wir eben genauso, ordnen wir Abbildungen zu. Und zwar mache ich das jetzt wieder, indem ich sage, wenn ich eine stetige Abbildung habe, kann ich auf der Homotopieklasse folgendes definieren. Wenn ich eine Abbildung habe von C0XY, von X nach Y, dann kann ich sagen H oben Z von der Homotopieklasse von F. Das sei jetzt die Abbildung F oben Sternchen und die geht von YZ nach XZ zwischen den Homotopieklassen. Das ist auch wieder die Abbildung aus Satz 6.9. Und auch da haben wir schon gesehen, dass wohl definiert ist,
Ja, genau. Na, das ist wohl definiert. Das nochmal. Achso, hier kann ich vielleicht nochmal kurz erläutern, wenn man es nochmal genauer sieht. Also HZ von F ist jetzt also, wenn ich so schreibe, eine Abbildung zwischen der Menge der Homotopieklassen von YZ nach XZ. Und das können wir jetzt wieder aufdröseln mit unserer Kategoriennotation. Na, die Abbildungen sind ja gerade die Morphismen in der Kategorie Set. So, und das, was hier steht, diese Objekte dazwischen, das sind genau die Bilder der Objekte unter dem Funktor. Das heißt, das hier ist HZ von Y, HZ von X und genauso soll unser Funktor ja auch laufen. Ne? Also hier kann man genau sehen, das ist so, wie es soll. So, sieht gefährlicher aus, als es ist, aber es ist schon, ja, diese sieht manchmal sehr verwirrend aus. Das kann ich, das gebe ich gerne zu. So, also genau, HZ von F ist wohl definiert nach Satz 6.9b. Da haben wir nämlich auch gesagt, dass auch diese Abbildung F oben Stern eben nicht von der Homotopieklasse abhängt, das heißt unabhängig vom Repräsentanten. Und die Funktoreigenschaften haben wir auch schon gezeigt. Ne, dass also diese Funktorialität gilt. Funktoreigenschaft gilt nach Satz 6.9d. Ne? Da hatten wir nämlich gesehen, dass F-Kringel G oben Sternchen dasselbe ist wie G-Sternchen Kringel F-Sternchen, dass das also auf Homotopieniveau gilt. So, das waren jetzt ein ganzer Haufen Beispiele für Funktoren, die wir jetzt genau so unterschiedlichster Weise. Noch ein Beispiel für einen Funktor seht ihr jetzt. Faszinierend. Ja, ich möchte jetzt mit Hilfe von Funktoren nochmal kurz die allgemeine Vorgehensweise bei algebraischer Topologie formulieren. Mal ganz informell. Die allgemeine Vorgehensweise der algebraischen Topologie formuliere ich mal ganz großspurig, aber nur damit ihr so eine grobe Idee habt, was jetzt immer gemeint war. Ich habe ja gemeint, wir wollen Räumen Invarianten zuordnen auf gewisse Weise. Und in der algebraischen Topologie, damit das eben mit der Algebra wunderbar funktioniert, kann man das jetzt durch Kategorien schön ausdrücken. Algebraischen Topologie. So. Denn die Idee ist quasi, wir wollen Funktoren finden. Ne? Funktoren sind also Sachen, die ja, mit der Struktur schön verträglich sind. Und zwar Funktoren von, das schreibe ich jetzt hier in Anführungszeichen, weil das jetzt nur so ganz intuitiv gemeint ist, topologischen Kategorien. Ne, und damit meine ich jetzt so Kategorien wie zum Beispiel Top, Hotop, ne, oder damit verbundene Sachen. Also ihr könnt denken, was ich meine, wo eben die Objekte irgendwas mit topologischen Räumen zu tun haben, die Morphismen was mit stetigen Abbildungen. Und wir wollen eben von solchen topologischen Kategorien in algebraische Kategorien reinkommen. Ne, mit algebraischen Kategorien meine ich jetzt solche, wo die Objekte und die Morphismen was mit algebraischen Strukturen zu tun haben. Das heißt zum Beispiel diese Kategorie der Gruppen, GRP, die anderen habe ich jetzt nicht benannt, aber zum Beispiel Kategorie der Ringe, der Vektorräume, ne, also irgendwelche algebraischen Objekte. Und wichtig ist eben, dass es dabei Funktoren sind, dass diese Funktorialität da eben gilt, weil das nämlich bewirkt, dass eben die Struktur auf die Struktur geht. Das heißt, aus stetigen Abbildungen werden Homomorphismen. Das heißt, wenn ich ein Verhältnis zwischen zwei Räumen kenne, was durch eine Abbildung ausgedrückt ist, kann ich das dementsprechend auch durch die zugeordneten algebraischen Objekte, kann ich da wieder ein Verhältnis bekommen. Also wenn ich jetzt Invarianten, die ich dadurch definiere, meinen topologischen Räumen zuordne, dann werden daraus wieder, also werden die Verhältnisse eben algebraisch wiedergespiegelt. Und das ist eben gerade das Schöne, was ich bei solchen Funktoren dann brauche. Also dafür ist dieser Formalismus der Kategorientheorie genau das, was ich hier brauche. Und was ich eben will, ist, dass ich solche algebraischen Objekte finde, die sich, und das ist jetzt auch etwas flapsig, möglichst gut berechnen lassen. Ne, also es bringt natürlich nichts, wenn ich Objekte hinschreiben kann, die ich am Ende gar nicht bestimmen kann, aber die sich möglichst gut berechnen lassen, um topologische Räume zu klassifizieren. So, jetzt haben wir also im Wesentlichen die Sachen, die ich am Anfang gemacht habe. Also wir haben Kategorientheorie jetzt erstmal mit dem Fokus eingeführt, dass wir eben das so machen können. Also wie gesagt, es ist ein eigenes Gebiet für sich, in das man sehr tief eintauchen kann und das auch viele weitere Anwendungen hat, nicht nur in der algebraischen Topologie, sondern dass man auch in
Algebra und anderen Gebieten studieren kann. Ich möchte nur kurz etwas Literatur angeben, die Details und Links dazu gibt es auch im Skript. Und zwar nur Sachen für jemanden, den es jetzt interessiert, weil ich jetzt in dieser Vorlesung nicht mehr großartig in die Kategorientheorie einsteigen werde. Aber wer gerne mehr darüber wissen möchte, es gibt ein Buch, das ist noch relativ neu, von Emily Reel. Also ich wundere, dass ich das komisch ausspreche, sie ist Amerikanerin, also Reel. Category Theory in Context. So, und was dieses in Context heißt, ist, dass sie immer versucht, Beispiele aus der Geometrie oder der Algebra einzupacken. Also wo man quasi wirklich Resultate aus der Kategorientheorie in einer konkreten Mathematik irgendwo sehen kann. Ne? Deswegen ist es in Kontext, das ist hier der Schwerpunkt in dem Buch. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr schön geschrieben von 2016. Ich habe zwar jetzt, also ich kenne es nicht so ausführlich, aber das, was ich davon gelesen habe, finde ich wirklich toll. Dann, und das Buch gibt es auch gratis auf ihrer Website zum Download. Der Link ist im Skript. Dann ein Buch von einem Leipziger, Professor Jürgen Joost, Direktor am Max-Planck-Institut. Und Herr Joost hat letztes Jahr ein kleines Büchlein geschrieben, das heißt einfach Kategorientheorie in der Springer Essentials-Reihe. Und das sind wirklich nur so kurze Notizen, das sind glaube ich 50, 60 Seiten, irgendwie sowas. Aber schön geschrieben als eine kleine Notiz, gibt es mit VPN-Verbindung für Studenten der Uni Leipzig gratis zum Download, Link ist im Skript. Und das dritte Buch ist quasi so der Klassiker der Kategorientheorie, beziehungsweise die Standardreferenz. Das ist aber schon etwas schwerere Kost als die anderen. Weil ich jetzt nicht sagen will, dass das von Emily Reel einfach ist. Saunders-McLane, das war lange so quasi die Standardreferenz für Kategorien. Das ist ein Buch mit dem wunderschönen Titel Categories for the Working Mathematician, für den arbeitenden Mathematiker. So, das also für Leute, die mehr über Kategorientheorie wissen wollen. So, und jetzt sind wir quasi an dem Punkt, wo ich im Wesentlichen die Sachen, die ich in dem Motivationsabschnitt 4.1 so angerissen habe, die haben wir jetzt im Prinzip formalisiert. Wir haben jetzt einmal die Homotopie-Äquivalenz von Räumen gehabt, dieser Äquivalenzbegriff zwischen Räumen, der gröber ist als der Homomorphismusbegriff. Und jetzt habe ich eben durch die Kategorientheorie formalisiert, was es heißt, dass ich Räume invariant zuordnen will, nämlich durch Funktoren. Und ich will halt eben, dass da also die Strukturen auf algebraische Strukturen abgebildet werden. Ja, im nächsten Abschnitt, das wird dann der letzte dieses Kapitels sein, da betrachten wir noch Homotopien von Wegen und Schleifen. Das ist ein Spezialfall von Homotopien, der dann eben für die Fundamentalgruppe wichtig ist. Und im nächsten Kapitel wird es dann genau um diese Fundamentalgruppe gehen. Das ist nämlich so der Fall, den wir hauptsächlich betrachten wollen, eines solchen Funktors, wie man eben damit dann Räume klassifizieren kann. Und das sehen wir also im Kapitel 7. Wie gesagt, im nächsten Abschnitt schauen wir uns Homotopien von Wegen nochmal genauer an. Aber Kategorientheorie soll es erstmal soweit gewesen sein. Wir werden aber noch, es werden immer wieder Kategorienstrukturen auftauchen und ich werde eventuell noch so ein, zwei Begriffe aus der Kategorientheorie in den nächsten Abschnitten und Kapiteln unterbringen. Das sehen wir also mehr dann an Ort und Stelle. Bis zum nächsten Video.